Willkommen zurück bei Mario Kart 8 Online. Den zweiten Part meines Online-Formates werde ich nun dazu nutzen, um meine Gaming-News zurückzubringen. Eigentlich wollte ich dazu eine komplett neue Playlist eröffnen und da ein eigenes Format draus machen. Allerdings habe ich es mir jetzt anders überlegt, weil 50 Mario Kart 8 Playlists dann vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Deswegen werden wir diese Gaming-News-Sache einfach mit den ganz normalen Online-Rennen verbinden und jetzt einen Part machen, den wir fast ausschließlich den News widmen, und in allen nachfolgenden Parts werde ich dann immer in einem ganz bestimmten Rennen einen News thematisieren, weil es kommt ja nicht jeden Tag irgendein News ans Licht. Sowas kommt ja meistens ganz plötzlich. Schön getroffen, den Magnet, nice. Und ja, dann haben wir einfach in jedem Part irgendein Thema zum Diskutieren. Das ist eigentlich ganz schlau, oder? Anfangen tun wir natürlich mit den Charts, mit den weltweiten Charts. Und zwar geht es um die Woche bis zum 17. Mai 2014. Da ist die PlayStation 4 immer noch auf Platz 1 mit 111.000 verkauften Einheiten. Der 3DS ist nicht mehr auf der 1, der ist mittlerweile schon ein bisschen zurückgerutscht. Mit 85.000 verkauften Einheiten auf Platz 2, die Xbox One dahinter mit nur 48.000, was für die Xbox One eine Blamage ist, aber um die wird's gleich noch gehen. Dahinter PlayStation 3 mit 41.000, Wii U suckt auf 34.000 Einheiten, dahinter PlayStation Vita, da geht's noch schlimmer, nur 27.000 verkaufte Einheiten, und ansonsten belegen die hinteren Plätze Xbox 360, PSP und Wii mit 25.000, 10.000 und 8.000. Es hat sich also nichts getan, aber Mario Kart 8 Release und Watch Dogs rückt noch die Woche drauf nach. Dann könnte es sein, dass wir bei allen ganz interessante Zahlen sehen. Vor allem wird es interessant sein zu sehen, ob die Wii U mit Mario Kart 8 aus der Versenkung kommt. Na, mal schauen. Kommen wir zu den Spielen. Weltweit verkauft hat sich am meisten Minecraft für die PlayStation 3. 89.000. Sag mal, wer kauft das denn immer noch? Ich meine, das muss doch inzwischen echt jeder haben, Mann. Oh, man. Dann, ja, hört mal auf mit den Blitzen hier. Platz 2. The Idol Master One for All? Noch nie gehört. Auch 83.000. Und dann wieder Minecraft für Xbox 360, 58.000. Auf der 4 endlich mal was Gescheites. Kirby Triple Deluxe. Schön, dass es sich zumindest global noch einigermaßen zeigen kann, denn der Europa-Release war relativ mau. Es hat es auf 53.000 geschafft. Dann kommt Pokémon X und Y, die halten sich irgendwie ewig. 40.000 verkaufte Einheiten. Titanfall für Xbox One auf der 6 mit 36.000. Und ansonsten eigentlich nichts mehr Erwähnenswertes. Vielleicht Grand Theft Auto 5 auf der PlayStation 3 auf dem 8. Platz. Aber ich blende euch das alles auch nochmal ein. Ja, das Rennen war durchwachsen, aber wenn ich die 1 sehe, bin ich glücklich. Sagen wir es mal so. Jetzt muss ich nur noch ordentlich Punkte für absahnen und dann passt's. Komm, gib's mir. 10! Oh yeah. Sehr schön. Übrigens, Miguel ist ein Abonnent, das weiß ich schon. Also, ich grüße dich hiermit. Mit dir habe ich häufig sehr schwere Rennen. Also, du bist echt nicht schlecht. Macht Spaß, gegen dich zu fahren. Allerdings, ja, möchte ich natürlich die Punkte einheimsen und kann niemandem etwas gönnen. Und schon gar nicht dem Magnet. Der nervt immer am Anfang eines Rennens, ne? Aber dann... Ach, das ist er ja gar nicht. Das ist ja der Makusch! Oh, du böser Markusch, das wird Rache geben, Markusch. Warum sage ich das so? Ich weiß es nicht. Nächste News. Xbox One, ich habe gesagt, darum wird es gleich nochmal gehen. Da gibt es jetzt eine Version ohne Kinect. Also ich finde, Microsoft macht sich echt nur noch lächerlich. Sie sagen, wo sie die Xbox One rausgebracht haben, dass die Xbox One niemals ohne Kinect funktionieren würde. Damals war es sogar noch so, dass Kinect ca. 10% der Kraft der Xbox One genutzt hat. Dann später, nach zahlreichen Beschwerden mit "Ich brauch doch keine Sampler", haben sie es auf 2% minimiert. Und nachdem sich die Xbox One nun immer noch nicht richtig verkauft und übelst abkackt gegen die PlayStation 4, hat Microsoft reagiert und bringt am... lass mich kurz nachsehen... 9. Juni eine Version der Xbox One raus ohne Kinect. Also bitte,
erstmal labern sie, man braucht das dringend, ja? Geben dem Ding 10% von der ganzen Konsole und jetzt ist es plötzlich doch nicht mehr nötig, oder wie? Ach ja. Microsoft sollte einsehen, dass die One leider suckt. Genauso wie die Wii U suckt. Die einzige Konsole, die in dieser Generation richtig abgeht, das ist die PlayStation 4. Die anderen beiden kommen einfach nicht in Fahrt. Nintendo bringt zu wenig Spiele raus. Microsoft, ja, weiß selbst nicht, was sie tun. Also es ist wirklich sehr verzwickt, diese Generation. Die Pilze haben mich jetzt gerade gerettet. Sehr nice. Aber war auch irgendwie verdient, ne? Yeah! Rein da ins Ziel. Passt. Tut mir leid, Markus. Vielleicht das nächste Mal. Ein Tipp für NES Remix 2. Wer das Spiel besitzt, aber zu schlecht sein sollte, der kann trotzdem an alle Spiele rankommen. Es wurde nämlich vor kurzem im Miiverse von den Entwicklern ein Code geteilt, der es einem erleichtern soll, an alle Spiele ranzukommen. Starttest Clear nennt sich der. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, allerdings muss man Start, Select, A und R drücken im Auswahlbildschirm, also im Menü. Dann schaltet man alle Spiele frei. Natürlich geht das nur, wenn man das Spiel noch nicht vervollständigt hat. Aber wie man aus Startest Clear darauf kommen soll, dass man Start, Select, A und R drücken muss, das würde ich mal gerne von einem von euch hören, weil ich bin nicht drauf gekommen. Sorry, ist ein sehr, sehr schweres Rätsel. Noch eine Sache, die vor allem YouTuber interessieren sollte. Nintendo hat angekündigt, ein Partnerprogramm für YouTuber einzurichten. Denn momentan ist es ja so, dass Nintendo gerne mal Videos einfach claimt, also für sich beanspruucht und die Werbeeinnahmen zu 100% behält. Bei mir ist das mittlerweile nicht mehr so, das war nur einen kurzen Zeitraum so. Ich bin da geschützt gewesen, aber nun geht Nintendo nochmal andere Wege. Vor einem Jahr gab es da nämlich einen riesigen Skandal. Vor allem in den USA hat eigentlich jeder Nintendo gehatet und gesagt, ja, wir spielen dann halt einfach keine Nintendo-Games mehr. Ja, Nintendo hat reagiert und das dann irgendwann sein gelassen, die blöde Claimerei. Nun versuchen sie es also in einem zweiten Anlauf wieder, allerdings ein wenig sozialer. Zumindest wirkt das auf den ersten Blick so. Denn sie wollen jetzt nämlich nicht mehr 100% der Werbeeinnahmen, sondern sie wollen es teilen. Wie genau der Share aussieht, also 50-50, weiß ich nicht, aber ich hoffe, es wird nicht schlechter als 75-25, weil ich ehrlich gesagt mehr eine Frechheit finden würde. Ich meine, klar, wir Let's Player oder Walkthrough oder was auch immer nutzen zwar die Produkte, allerdings würde sich fast niemand ein Spiel anschauen ohne Commentary. Walkthroughs sind zwar auch beliebt wegen dem Lösungsinhalt, aber Let's Plays sind deutlich beliebter. Und ich fände es dann schon ein wenig unverschämt, wenn sie da noch mehr für verlangen würden. Das Problem dabei ist nur, dass man sich zwingend registrieren muss und dass sich Nintendo auch vorbehält, Videos zu löschen, die ihnen nicht gefallen. Also, man muss abwarten, bis da noch mehr News kommen. Jetzt geht's weiter in der Community. Wir kommen zurück zum Community-Rennen in Mario Kart 8. Das Willkommen zurück hätte ich mir eigentlich sparen können, weil es ist ja mitten im Park gerade, ne? Ja, ich sag's ja, ich bin ein bisschen verplant, weil das alles so seltsam zusammengeschnibbelt wird. Ich muss mich erst drauf einstellen, wie ich das alles so produzieren werde. Das ist end ungewohnt. Naja. So, hier in meiner Community werden natürlich 99% Deutsche, Österreicher und Schweizer anzutreffen sein. Weil ich nun mal einen deutschen Kanal führe. Ich habe zwar auch sehr viele Zuschauer aus anderen Ländern, aber ich glaube jetzt nicht, dass die sich hier anmelden werden. Wenn doch, ist es cool. So einer aus Mexiko oder sowas. Warum nicht? Aber hier kämpfen wir auf jeden Fall als Deutschsprachige um Platz 1 größtenteils, würde ich sagen. Und es läuft immer noch ganz gut. Natürlich kann jederzeit ein neuer Spieler hinzustoßen. Oh, Scheiße! Ich glaube, da ist noch gerade einer gekommen. Dragon Knight oder wie er heißt. Aber, ja, es ist ja eher eine Chillrunde. Wird sich aber noch einstellen nach der Zeit, wenn jeder das Spiel hat und ein bisschen geübt hat. Ich glaube, dann krieg auch ich Probleme.
Vor allem, wenn jemand von euch Italiener oder Spanier ist, aber in Deutschland lebt. Ich weiß nicht, gegen diese Nationen können Deutsche einfach nicht gewinnen. Oder nur sehr schwer. Oh yeah! Also falls jetzt hier ein bösartiger Stachelpanzer meint, mich ownen zu müssen, habe ich die passende Antwort. Und bin ich eigentlich blöd? Zum zweiten Mal gegen die Drecksstachelkugel. Sag mal, was los? Was da los? Geht mal gar nicht. Und ich glaube, jetzt kriege ich auch von Bowser auf die Mütze. Oder? Passt schon. Ach, ich fahre das gerne. Das ist eine geile Strecke. Hier muss man halt gut driften. Das ist die einzige Stelle, wo ich nochmal ein bisschen üben muss. Und da kam wieder nichts. Sehr, sehr leicht für mich. Meine Güte, was ist los mit euch? Strengt euch mal mehr an hier. Wahrscheinlich bekämpfen sie sich alle gegenseitig. Und so kann ich dann davon düsen. Weil es sind ja im Moment diejenigen drin, die die meisten Punkte haben, ne? Strange. Na siehste, das ist doch eine Strecke, wo alles passieren kann. Sehen wir mal, wie es abgeht. Danach werde ich dann aber auch die Gruppe wechseln und den Part beenden, sofern es halber. Ich werde natürlich nicht 20 Parts in der gleichen Gruppe drehen, keine Sorge. Ich weiß schon, dass ich da regelmäßig wechseln muss, sofern es halber. Ich frage mich halt nur, ob genug online sind gerade. Weil das Spiel noch nicht so viele haben. Und ja, danke schön. Geil. Aber kann jetzt mal bitte ein Stachy kommen? Ich liebe das, wenn man die killen kann. Ich habe es gestern wieder getan und das ist so ein cooles Gefühl. Die haben es nicht anders verdient. Also los Leute, schmeißt mal ein Stachy auf mich. Ich werde ihn in seine Einzelteile zernehmen. Aber es ist mir heute auch eine Dummheit passiert. Richtig dämlich, ja, auf der Wolkenstrecke. Da hatte ich gerade einen Blooper vor der Nase und habe die Hupe bekommen und aus Versehen auf Item gedrückt. Und dann war sie weg. Ich habe mich so krass geärgert. Aber beim nächsten Itemkasten habe ich direkt wieder die Hupe bekommen. Und denke mir so, wow, danke. Hab's auch lange Zeit behalten. Oh, tatsächlich, hallo. Tschüssi. Haha, in your face. Wer war das von euch? Ja? Danke. Derjenige dachte wohl, er könnte mich jetzt ownen, aber... Aber es war echt cool, also vielen Dank für diesen Stachelpanzer. Was wollte ich sagen? Genau, ich bekam dann noch eine, habe sie lange Zeit behalten, aber dann kam ein Blitz natürlich. Und wie kann es auch anders sein? Kurz vor der Ziellinie dann noch ein Stachy. Aber ich habe es noch geschafft als erster. Trotzdem war das wieder irgendwie sehr strange, was da abgegangen ist. Ah, doch. Ich dachte, ich wäre am Beschleunigungsstreifen vorbeigefahren, aber offenbar habe ich ihn doch noch irgendwie berührt. Aha. Ja, super. Jetzt kommt noch.